Innenhof sowie Loggia oder externer Raum sind spezielle Raumtypen, die auf bestehenden Räumen angewendet oder als nutzerdefinierter Raum eingezeichnet werden können. Der Bereich des Innenhofes wird im Grundriss durch Innenwände umrissen. Entweder wird ein bestehender Raum selektiert und anschließend durch die Auswahl Innenhof in seinen Eigenschaften verändert, oder über die Zeichenfunktion Raum zeichnen wird der entsprechende Bereich als Innenhof gekennzeichnet. Der Innenhof hat seinen Boden im nutzerdefinierten Geschoss und stanzt sich automatisch nach oben durch die Böden und durch das Dach. Betroffene Böden erhalten im Grundriss automatisch die Darstellung der Bodenöffnung. Die Innenwände, die einen Innenhof umschließen, werden automatisch gegen extern exportiert und in der Sichtbarkeitsschaltung den Außenwänden untergeordnet.